Er weiß, wo der Hase läuft. Alois Meisinger aus Öpping ist Hasenzüchter, lebt sein Hobby in der Pension aus. Ich habe an und für sich angefangen mit den roten Neuseeländer. Das ist eine Fleischrasse, die haben ein Gewicht von ca. 4,5 bis 5 Kilo. Dann habe ich mir genommen noch die Zwergwitter Blau. Das ist aus dem Grund entstanden, weil einfach die Kinder die Zwergrassen mehr forcieren. Durch die sind die Zwergrassen dann ins Spiel gekommen. Und jetzt habe ich für meinen Enkel habe ich diese Zwergwitter Loh Schwarz. Das ist an und für sich eine sehr schwere Rasse zum Züchten. In einem eigenen Haus und im Garten sind die Hasen untergebracht. Die besten behält sich der Mühlviertler. Die werden nicht verkauft, sondern ausgestellt. Wie etwa bei einer Kaninchenclubschau, also einem Schönheitswettbewerb. Bei den Ausstellungshasen ist das, die werden einmal mit 7, 8 Wochen, wenn sie das von der Mutter absitzt, wird sie einmal ausselektiert. Wobei man dann einige Kriterien hat vom Körperbau her. Und die, was zur Ausstellung nicht geeignet sind oder wo man glaubt, dass er nichts wird für die Ausstellung, die gibt man dann auf die Märkte. Neben Ausstellungen besucht er auch Kindergärten, gibt sein Wissen über Hasenpflege weiter. Wir haben meistens 3 bis 4 Kindergärten im Jahr, wo man einfach die Kinder, sage ich mal, die Haltung und die Tierpflege und Tierfütterung, wo ich mir weitergeben. Da hat praktisch nur 18 Krallen, nicht 20 wie viel man, sondern nur 18. Das erste ist einmal, dass er genügend Schatten hat, weil die Hitze, sage ich mal, wenn es 25 Grad hat, tut den Hasen ziemlich weh, muss ich sagen. Kühn tut einem nichts im Winter, wobei man halt aufpassen muss, dass er genug Wasser hat. Nicht? Dieser hier braucht besonders viel Pflege. Aufgrund seines Fells wird er 2-mal im Jahr geschoren. Das ist wichtig für Pflege, dass kein Schmutz drinnen ist. Den hier würde der Öppinger nie hergeben. Leonie, sein Ein und Alles. Ich habe mir den gekauft, haben wir mal als Frauchen oder als Weiberl heim. Und dann haben wir Leonie getauft, weil es so ein Weiberl ist. Und irgendwann hat ihn dann ein Züchterkollegen gebracht, zum Zulassen. Oft hat er gesagt, du, dein Haserer, kannst du selber zulassen. Nicht? Durch das habe ich jetzt ein Mandel, was Leonie heißt und mein Lieblingshase ist. Der echte Osterhase ist hier nicht dabei. Der bereitet sich auf den Ostersonntag vor. Aber zum Glück hat er viele Kollegen, die ihm helfen, die Osternester zu verteilen.